Liebe Freunde feiner Holzoberflächen, ein Küchenmöbel aus Holz zu haben, ist eine Bereicherung beim Kochen und Arbeiten in der Küche. Holz hat eine warme Ausstrahlung und wirkt lebendig. Die Oberfläche ist antistatisch. Holz ist ein nachwachsender Rohstoff. Auf Holz halten sich die Keime wesentlich schlechter als auf Kunststoffarbeitsplatten. Trotzdem muss das Holz mit einem guten Öl eingelassen werden, damit es vor der Beanspruchung in der Küche durch Nässe und Abrieb geschützt ist. Dazu braucht es gewisse Vorarbeiten. Ein abgestimmter Schliff und ein gutes Arbeitsplattenöl, das speziell für den Einsatz in Küchen oder für Esstische entwickelt worden ist, sind notwendige Voraussetzungen. Durch das Schleifen und Ölen einer Küchenarbeitsplatte wird der Farbton des Holzes etwas verstärkt und bekommt einen leichten Glanz. Das Öl wirkt wie ein wasserabweisender Schutzfilm und verleiht dem Holz eine angenehm glatte Oberfläche. Beim einfachen Schleifen mit der Hand empfiehlt es sich, einen Schleifblock zu nutzen, in den man verschiedene Schleifpapiere einspannen kann. Je nach Holzart werden unterschiedliche Körnungen gebraucht. Je nach Rauigkeit des Holzes wird mit einer 80er Körnung begonnen und in Abstufungen 100er, 120er und 150er Körnung der Schliff immer feiner aufgebaut. Bei Eiche arbeitet man bis zu 180er Körnung, bei Esche, Buche und anderen Hölzern bis zu 240er Körnung. Das feinste Schleifpapier in 320er Körnung ist für einen eventuellen Zwischenschliff vorgesehen, der zwischen dem ersten und dem zweiten Ölauftrag gemacht wird. Professionelle Verarbeiter arbeiten mit Maschinen, beispielsweise mit einem Exzenterschleifer, an die man verschiedene Schleifpads anbringen kann. Zum Einpolieren des zweiten und dritten Auftrages werden Filzpads verwendet. Nach dem Schleifen muss der Schleifstaub mit einem Abstäuber oder einem Lappen entfernt werden. Diese brauchen wir auch, um das überschüssige Öl abzunehmen. Alternativ dazu kann man ein weiches, saugendes Krepppapier nehmen. Dies hier ist eine Küchenarbeitsplatte aus Esche, die bereits einen handelsüblichen Schliff von einer 120er Körnung hat. Sie muss also noch mit einer 150er, 180er und 240er Körnung nachbearbeitet werden. Der Schliff erfolgt immer in Richtung der Holzmaserung, nicht dagegen. Dabei wird der Schleifblock am Ende leicht angehoben, damit keine Schleifspuren beim Umlenken des Schleifvorgangs entstehen. Besondere Aufmerksamkeit sollte man der Abrundung der Kanten geben. Der entstandene Schleifstaub kann erst grob mit einem Abstäuber ausgebürstet und dann mit einem Lappen abgewischt werden. Als nächstes wird das Holz geölt. Wir nutzen dafür das Arbeitsplattenöl von Livos. Das Öl basiert auf Leinöl, Rizinusöl und Naturharzen. Es dringt gut ein, soll die Poren vollständig ausfüllen und bildet in der Folge eine wasserbeständige Oberfläche. Eine 1/4 Flasche reicht für 4 Quadratmeter bei 2 bis 3 Aufträgen. Es ist auch in 3/4 Liter Gebinden mit einer Reichweite von ca. 12 Quadratmetern bei 2 bis 3 Aufträgen erhältlich. Zum Auftragen des Öls nutzen wir weiche Naturhaarpinsel, die nach der Arbeit mit der Svalos-Verdünnung von Livos gereinigt werden. Vor dem Auftrag wird die Flasche gut geschüttelt und das Öl in ein Glas gefüllt, das groß genug für Pinsel ist. Das Öl wird zunächst großzügig entgegen der Maserung in schmalen Bahnen sehr satt aufgetragen und dann in Maserungsrichtung vertrieben. So wird die gesamte Fläche nach und nach bearbeitet. Für die Kanten eignet sich ein schmalerer Pinsel. Besonders die Hirnholzflächen sollten aufgrund der erhöhten Saugfähigkeit satt eingelassen werden. Das Öl sollte beim ersten Auftrag auf der Oberfläche schwimmen, wie man hier deutlich sieht. Nach ca. 15 Minuten wird der Ölüberstand mit einem sauberen Lappen abgewischt. Nun wird die Platte von der Rückseite nach oben gedreht und die zu benutzende Oberseite geölt.
Die Öllappen sind leicht entflammbar und müssen mit Wasser benetzt separat entsorgt werden. Mit der Swarovski-Verdünnung können die Pinsel nun gereinigt werden. Einfach etwas Verdünnung in ein sauberes Glas füllen und die Pinsel darin ausdrücken und am Lappen auswischen. Das Öl sollte beim ersten Mal mindestens 12 Stunden trocknen, bevor mit dem eventuell notwendigen Zwischenschliff begonnen wird, um die aufgestandenen Holzfasern wegzunehmen. Mit der Hand kann man gut die noch zu schleifenden Stellen erfühlen und gegebenenfalls nachbearbeiten. Für unsere Arbeitsplatte aus Esche nutzen wir eine 320er Körnung für den Zwischenschliff. Den Schleifstaub sorgfältig entfernen, bevor mit dem zweiten Ölauftrag begonnen wird. Das restliche Öl aus der Flasche kann nun direkt auf den Lappen gegeben und in kreisenden Bewegungen ins Holz einmassiert werden. Hier gilt die Regel, dass ein Teelöffel auf 1 Quadratmeter ausreichend ist. Sollte es dennoch zu einer Schlierenbildung kommen, ist zu viel Material auf dem Holz und das überschüssige Öl muss abgenommen werden. Die Oberfläche trocknet nun ca. 24 Stunden. Ein dritter Auftrag ist, genau wie der zweite Auftrag, notwendig. Dann ist das Holz noch mehr geschützt und es entsteht eine seidenglänzende Oberfläche. Danach ist die neue Küchenarbeitsplatte fertig. Mit dem Livos Arbeitsplattenöl und der gleichen Technik wie beim zweiten und dritten Auftrag können auch ältere Küchenarbeitsplatten aufbereitet und erneuert werden. Kleine Abnutzungserscheinungen wie graue, matte oder verschmutzte Stellen, die meist im Bereich der Spüle entstehen, werden dadurch ganz einfach entfernt und die Arbeitsplatte gereinigt und aufgefrischt. Dafür sollten Sie zunächst Flächen wie Spüle und Herd oder angrenzende Fliesen mit etwas Kreppband abkleben. Für die Aufbereitung wird ein Schleifpad genutzt, das auf einen Klettadapter befestigt werden kann. Das Öl wird relativ satt auf die Fläche gegeben, mit dem Schleifpad in das Holz einmassiert und nach einer Einwirkzeit von ca. 20 Minuten wieder mit einem Lappen entfernt. Dabei werden auch Verschmutzungen mit dem Öl gelöst und aus dem Holz aufgenommen. Nun sollte die Platte für 24 Stunden trocknen. Das Holz ist nun wieder geschützt, sodass kein Wasser einziehen und Flecken hinterlassen kann. Deutlich erkennbar ist das Abperlen des Wassers auf der Holzfläche. Sie sehen, eine Küchenarbeitsplatte zu ölen und zu pflegen ist nicht schwer. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer Küche. Vertrauen Sie den Produkten von Livos, der ältesten Naturfarbenfirma in Deutschland. Denn Livos und Holz sind eine perfekte Ergänzung.